Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute geht es um den Datenaustausch zwischen dem CAD-Programm HSBCAD und dem Finite-Elemente-Programm RFEM von Global. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich werde dieses Webinar heute moderieren. Mein Kollege Bastian Kuhn wird die Vorführung in RFEM präsentieren und der Martin Dittberner von HSBCAD wird Ihnen im Anschluss an meine kurze Vorrede, die also einiges zur Modellierung in HSBCAD zeigen und dann das Modell an den Bastian Kuhn übergeben und er wird dann in RFEM weiterarbeiten. Sie können während des Webinars Fragen stellen. Rechts sehen Sie das Panel. Können Sie hier eine kurze Frage eingeben? Wir werden dann diese Frage möglichst während des Webinars, wenn nicht im Anschluss spätestens an das Webinar, versuchen zu beantworten. Okay, dann übergebe ich an den Martin Dittberner. Ja, ich denke, man sieht meinen Bildschirm, oder? Und man kann mich hören. Kein Feedback, dann lege ich einfach mal los. Als erstes würde ich mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Dittberner, das haben wir gerade schon gesehen. Ich bin ein Holzbauingenieur und habe an der FH Rosenheim studiert. Ich bin seit 13 Jahren bei der Firma HSBCAD und bin hier bei uns verantwortlich für die Kundenbetreuung. HSBCAD, die Software HSBCAD, die wird seit über 25 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Wir sind zum Beispiel seit über 10 Jahren bei Autodesk Partner und unter anderem Mitglied in dem Entwicklernetzwerk von Autodesk, in dem sogenannten ADN. Unser Team ist weltweit unterwegs. Wir haben Niederlassungen in Belgien, wo auch der Hauptsitz von HSBCAD ist, in Deutschland. Ich sitze jetzt zum Beispiel hier im Moment in Kaufbeuren im Allgäu. Und es gibt auch weitere Büros in Holland, in England, in Italien, Schweden, Polen, sogar in Südamerika und Japan. Die Software HSBCAD, das ist eine durchgängige und intuitive CAD/CAM-Lösung für den Holz- und Fertighausbau. Und HSBCAD läuft innerhalb der Architekturlösung von Autodesk, dem sogenannten AutoCAD Architecture. Das gucken wir uns gleich an. Und man könnte fast schon sagen, Lösungen an der Stelle. Seit kurzem gibt es auch von uns eine Lösung für das Programm Revit von Autodesk. Mehr Infos dazu auf unserer Internetseite hsbcad.com und hier kann man dann gucken, was es für Lösungen sonst noch gibt. Wir werden uns gleich angucken, ein kleines Beispiel werde ich zeichnen, wo wir das Material Brettsperrholz verwenden werden, um es später nachher in Bluebeam berechnen zu können und einfachen Dachstuhl mit HSBCAD erzeugt. Okay, dann würde ich sagen, starte ich mal das Programm. Hier sehen Sie die Oberfläche vom AutoCAD Architecture und ich zeige Ihnen jetzt, wie das Ganze funktioniert. Im ersten Schritt erzeuge ich hier aus diesem Linien, Grafiken, die ich hier zur Verfügung stehen habe, ein Architekturgrundriss. Ja, da ist er schon. Und im nächsten Schritt fügen wir dort ein paar Öffnungen ein. Viele verschiedene Möglichkeiten, wie man die Öffnung hier einfügen kann. Ich habe jetzt hier einen fixen Abstand einfach voreingestellt, eine Haustür vielleicht noch und schon haben wir im Prinzip hier im AutoCAD Architecture einen Grundriss,
fertiggestellt. Den können wir jetzt, um noch ein anderes Werkzeug von dem AutoCAD Architecture uns anzusehen, mal mit einer Bemaßung versehen für die Planauswertung, Bemaßungen. Räume gibt es noch, Raumauswertungen, Tabellen, aber da reicht jetzt die Zeit in diesem Webinar nicht zu aus. So, das ist jetzt der Architekturgrundriss. Hier auf der linken Seite, das ist meine Gruppensteuerung vom HSBCAD. Die benutze ich jetzt zum Beispiel, um meine Bemaßungen hier hinzuzufügen zu einer Gruppe, damit ich sie später auf Plänen ein- oder ausblenden kann. Im Hintergrund, die Plandarstellung war 2D, ist natürlich ein 3D-Modell, was wir hier auch in 3D verändern können. Im nächsten Beispiel werden wir jetzt HSBCAD benutzen und ich erweitere diese Wände hier und erzeuge Brettsperrholz aus den Wänden. Das mache ich nochmal. Jetzt haben wir praktisch zusätzliche Holzbauinformationen in diese Architekturobjekte reingeschrieben. Das könnte zum Beispiel auch Holzrahmenbau sein oder ein Blockhaus, was wir hier erzeugen können. In unserem Fall handelt es sich um Brettsperrholz. Das berechnen wir jetzt im nächsten Schritt. Und hier sehen wir schon ein fertiges Brettsperrholz-Element, was für die Produktion so fertig ist. Ein anderer Teil, wir wollen nachher für Glubal einen Export, einen STP-Export erzeugen. Dafür brauchen wir stabförmige Bauteile. Dafür erzeuge ich als erstes eine Dachkonstruktion, eine einfache über diesen Grundriss. Ein Flachdach kommt da oben drauf. Auch hier können wir wieder die Konsole benutzen, um Objekte hinzuzufügen, wie zum Beispiel diese Dachfläche. Im nächsten Schritt geben wir jetzt die stabförmigen Bauteile ein. Ich beginne hier mit den Sparren. Verteile die einfach von unten nach oben. Dann haben wir eine Fußfette, Fettenkonstruktion, die liegt oberhalb auf der Wand. Hier wechsle ich einmal die Richtung und lege sie mit der Innenkante bündig auf meinen Wänden ab. Ja, das heißt, diese Konstruktion, die ist soweit fertig. Vielleicht können wir hier nochmal eine Stütze fehlen noch. Genau, ich hole mir hier vorne diesen Überstand raus und setze hier noch eine Stütze rein. Diesen beiden Sparren bitte eine Stütze und vielleicht zum Abschluss hier unten noch ein Metallteil, ein Standardstützenfuß, der hier unten die Stütze abschneidet. Somit haben wir jetzt eigentlich das Modell schon fertig, was wir gleich für den Export benutzen können. Dazu würde ich jetzt die Wände mal ausschalten im ersten Schritt
Und was wir jetzt machen müssen, wir müssen im Prinzip von der Konstruktion das statische Modell ableiten. Und das ist vielleicht eine Besonderheit, dass wir wirklich aus unserem Modell das komplette statische Tragwerk mit allen Stützen und Knoten erzeugen können. Das mache ich jetzt hier mal. Dazu wähle ich einfach die Konstruktion aus. Und es werden wirklich alle Achsen und alle Knoten, die nachher für ein Statikprogramm für die Berechnung benötigt werden, automatisch erzeugt. Und die Vorgabe für diese Knoten, die werden erstmal alle so übergeben, dass sie nachher im Programm biegesteif berechnet werden. Aber man könnte auch hier die Art, wie diese Gelenke, die Verdrehfreiheit, könnte man auch hier an der Stelle schon vorgeben. Im nächsten Schritt kann ich jetzt dieses statische Modell exportieren. Wir wollen das heute hier nach STP exportieren, um es dann nachher im Global zu öffnen. Dazu wähle ich meine statische Konstruktion aus. Und ich übergebe das jetzt einfach hier mit den Standard-Voreinstellungen. Und wenn wir hier den Dateispeicherort öffnen, sehen wir hier die STP-Datei. Die gebe ich nachher weiter. Und da wird der Bastian Kuhn nachher auch noch was zu sagen zu diesem Modell und wie er das dann weiter verwenden kann. Im nächsten Schritt brauchen wir noch eine Übergabe von unserem Grundriss, von den Brettsperrholzelementen. Dazu schalte ich mein Dach aus und wir übergeben jetzt im Prinzip diesen Grundriss, diese Elemente an das Statikprogramm. Dazu verwende ich ein Exportwerkzeug. Hier sieht man auch, dieses Exportwerkzeug verwende ich, um zum Beispiel Maschinen anzusteuern oder Excel-Listen zu erzeugen. Das ist ein zentrales Werkzeug. In dem Fall erzeuge ich jetzt hier eine IFC-Datei. Der Export ist frei definierbar, also da kann ich als Anwender auch noch meine eigenen Eigenschaften, was ich transportieren möchte, vorgeben. Und wenn ich jetzt hier diesen Ort öffne, dann sehen wir hier, das ist die IFC-Datei, die wir auch gleich weiterverwenden im nächsten Teil vom Webinar. Und wenn ich diese Datei hier noch öffne, das ist ein IFC-Viewer, Solibri, ein freier. Und hier sehen wir schon mal das Ergebnis der IFC-Datei. Alle Wände sind hier drin und in dem Fall können wir uns mal die vorne rausholen. Wird im Prinzip dieser Kern, den wir erzeugt haben mit HSB-CAD, das Brettsperrholzelement, wird hier als Gebäudekomponente übergeben und das sehen wir nachher in Blueball, wie dann damit weitergearbeitet wird. Okay, zum Abschluss vielleicht noch, wenn wir dieses ganze Modell nochmal einblenden, eine Gesamtübersicht über das Ganze. Hier im Hintergrund steckt ein Plan drin, der jetzt eigentlich schon hier soweit fertig ist. Sie können mit HSB-CAD im Prinzip wirklich die Architektur, also die Plangestaltung komplett erledigen, also nicht mit HSB-CAD, aber mit dem AutoCAD Architecture. Und das, was wir innerhalb vom AutoCAD Architecture machen, im Holzbau, das hat eigentlich keine Grenzen. Damit wäre ich fertig mit meiner Präsentation und würde wieder zurück übergeben an Bastian oder an Andreas, ich bin mir nicht ganz sicher. An mich, vielen Dank, Martin, okay, für die einführenden Worte. Mein Bildschirm kann man sehen. Dann würde ich mal damit anfangen, dass die Modelle, die mir der Martin jetzt hier eben erstellt hat, also einmal diese IFC-Datei und dann diese STP-Datei, also mit der IFC-Datei würde ich anfangen und packe die hier über Drag and Drop einmal in unser Programm rein.
kann jetzt hier direkt beim Beginn schon sagen, ob ich eine Klassifizierung der Lastquelle machen will. Da es sich hierbei um meine Hauptdatei handelt, würde ich das jetzt hierfür machen und habe jetzt hier unter den Optionen die Möglichkeit, ein CAD-BIM-Modell zu ermöglichen. Dabei handelt es sich um eine 2x3 zertifizierte Schnittstelle, also nach der wir auch zertifiziert sind, mit dem ein Import physikalischer Modelle über den Coordination View 2.0 möglich ist. Das heißt, dieses physikalische Modell, was mir der Martin rübergeschoben hat, das kann ich also jetzt hier bei uns einlesen und er erzeugt mir hier die Hüllkörper und aus denen kann ich jetzt meine Systemachsen rauslesen. Geht also dadurch, dass ich das hier angewählt habe, ein weiteres Register auf. Hier habe ich die Möglichkeit, diese Punkte zu kontrollieren, wenn ich jetzt ein sehr großes IFC-Modell bekomme, wo vielleicht viele Sachen drin sind, die ich nicht brauche, kann ich das hier gruppieren und dann auch einen ausschalten darüber. Jetzt habe ich ja genau das, was ich brauche, mit dem ich hier weiterarbeiten kann, selektiere das einmal und gehe hier über die rechte Maustaste rein und kann sagen, okay, ich möchte Stäbe, Volumenkörper oder Flächen haben. Für unser Modell brauchen wir jetzt hier Flächen, die wir erzeugen möchten. Wenn ich jetzt ein Betongebäude rechnen würde, dann wäre es jetzt hier möglich zu sagen, ich gehe direkt über die Materialdatenbank und weise denen Material zu und auch die entsprechende Dicke. Da wir jetzt aber hier Brettsperrholzplatten generieren, für die wir auch gewisse Vorgaben der Hersteller berücksichtigen müssen, Steifigkeiten, Teilsicherheitsbeiwerte und so weiter, brauchen wir jetzt hier eigentlich nichts weiter zu tun, können das also so auf sich belassen. Und konvertieren das jetzt also einmal in die Flächen. Man sieht auch ganz schön, dass dadurch, dass der Martin eben im HSB-CAD diesen Verschnitt gewählt hat, sind die hier auch direkt schon verbunden. Ist eigentlich auch eine ganz schöne Möglichkeit. Und ich habe jetzt hier erstmal den Hüllkörper und die Geometrie drin. Dann kann man jetzt hier noch einmal die Lager da drauf packen. Ich packe jetzt hier einfach mal gelenkige Linienlager unten drunter. Da gibt es andere Webinare, in denen diese Möglichkeiten, die wir da bieten, komplett erläutert werden. Verschneide es einmal pro forma nochmal miteinander und schau mir einmal das FE-Netz an, was da drauf generiert wird. Hier unter den FE-Netzeinstellungen ist 50 cm sicherlich ein bisschen zu grob. Generiere es mir einmal. So schaut es schon ganz gut aus. Und was jetzt natürlich noch der Fall ist, da wir ja ein Brettsperrholzgebäude daraus machen wollen, muss ich mir hier ein bisschen Gedanken um diese Anbindung machen. Die ist ja jetzt noch biegesteif. Das würde ich dann einmal machen über Liniengelenke. Ich sage jetzt hier auch nichts zu den Nachgiebigkeiten, die da berechnet werden. Da gibt es Blogs, auf die der Herr Hörold nachher noch ein bisschen hinweisen wird und auch ein extra Webinar zu. Ich mache einfach jetzt hier eine Drehfeder um diese Flächen drumherum. Pick mir die eben aus, sag okay, die möchte ich jetzt alle hier gelenkig anschließen. So, und dann habe ich das schon berücksichtigt. Wie gesagt, eine Normalkraftfeder wäre eigentlich schon noch sinnvoll bzw. notwendig hierfür. Machen wir jetzt aber in dem Webinar hier nicht. Dann setze ich das Dach noch oben auf die Struktur drauf. Da würde ich dann gehen über Datei importieren, DSTV. Hier gibt es die Möglichkeit, sogenannte Mapping-Files anzulegen. Und bei der DSTV-Schnittstelle handelt es sich um eine vom Deutschen Stahlrohrverband geregelte Schnittstelle, mit der Sie Stäbe, Querschnitte, Stabendgelenke, Lager, Lasten und zum Beispiel auch Ergebnisse importieren und exportieren könnten. Wenn Sie jetzt aus dem anderen Programm was bekommen, wo jetzt, ich sag mal, bei den Querschnitten ist es immer ganz gut zu sehen, der Querschnitt einen relativ, ich sag mal, speziellen Namen hat, also jetzt zum Beispiel so ein C-Profil, heißt der in irgendeinem Stahlbauprogramm, wäre jetzt bei uns das Pendant dazu, das U-Profil mit U140, dann können Sie das einmal den Namen aus dem CAD-Profil hier aus dem CAD-Programm hier eingeben, den Profilnamen hier definieren und würden dann bei uns, weil wir ja als Statikprogramm nach vielen Ländern und Normvorgaben die Profile beschreiben müssen, was ganz andere Anforderungen sind, wie sie in einem CAD-Programm sind, können Sie da so ein sogenanntes Konvertierungsfile erstellen. Wir haben aber hier Rechteckprofile, das ist also relativ unspektakulär für unser
Profil, was wir haben. Und dann packe ich noch mal kurz das hier rein. Moment, muss ich mir noch mal kurz die Datei holen. So. Packt mir die hier rein, gebt der jetzt nochmal einen anderen Namen, weil ich das sozusagen zwischenspeichere, brauche jetzt hier keine Klassifizierung machen, da ich direkt mit dem Modell weiterarbeite. So, das ist das, was der Martin eben exportiert hat aus dem anderen Programm. Wenn wir jetzt mal den Rendering-Modus ausschalten, sieht man hier ganz gut, dass das Programm HSBCAD so intelligent war, dass es diesen Abstand zwischen Fette und Sparren direkt mit so einer Exzentrizität gefüllt hat, wo ich auch Freiheitsgrade im HSBCAD definieren könnte. Also es wäre hier möglich, auch direkt einen gelenkigen Anschluss zu übergeben. Wir haben uns aber dafür entschieden, das jetzt hier Liegestell anzuschließen. Dann kann ich das bei uns im Programm zeigen, wie man das entsprechend macht. Gehe da einmal hier in den Ansichtsnavigator und sage hier bei Stäbe nach Typ, Kopplung fest. Das ist dieser Stabtyp, der hier verwendet würde. Selektiere das einmal, sage Stab bearbeiten und ändere diesen Stabtyp in Starrstab, einfach weil ich dann die Gelenke freier definieren kann. Und sage hier, okay, der Stab Anfang. Mache ich mal verdreh weich, also ich definiere den Freiheitsgrad um Phi Y. Zeige ich noch, warum ich das mache. Hätte ich besser am Anfang gezeigt. Wenn wir uns das jetzt hier ansehen, ich tue die Sichtbarkeit noch einmal aufheben und gehe mal hier in den Zeigen-Navigator und zeige das Stabachsensystem. Sieht man, dass die Y-Achse in dem Fall bei dem Sparren hier rumdreht. Also ich versuche es mal mit meiner Maus zu verdeutlichen. Und das möchte man ja auch erreichen, dass sich der Sparren jetzt im Prinzip hier rum frei verdreht, während er sich in diese Richtung eigentlich nicht frei verdrehen soll, also in der Dachebene. Okay, soweit die einleitenden Worte. Jetzt packe ich mir das System nochmal in die Zwischenablage und schiebe es nach dieser kleinen Bearbeitung in diese andere Datei oben drauf. Sag okay. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, sieht man ja hier ganz gut, ich gehe mal in die Ansicht, dass sich hier noch so ein kleiner Abstand ergibt. Das ist auch das Gleiche, was ich eben gesagt habe bei den Stäben, gilt natürlich jetzt auch hier für die Flächen. Ich habe jetzt hier immer einen kleinen Abstand, eine Exzentrizität. Das muss ich jetzt halt überbrücken. Möglichkeiten wären zum einen direkt so eine sogenannte Nullfläche im HSBCAD anzulegen oder jetzt zu sagen, okay, ich kopiere mir das jetzt hier rüber, selektiere mir das einmal, über Verschieben kopieren diese Struktur. In der Y-Richtung möchte ich es nicht verschieben, sondern nur in dieser Ebene. Und dann habe ich das hier drauf. Muss ich hier noch ein bisschen kontrollieren. Okay, also hier ist auch noch so ein kleiner Versatz, den ich so sicherlich nicht will. Den würde ich mir jetzt auch nochmal hier drüber packen. Und gehe jetzt mal von hier nach unten, nach oben. Zuck. Und sagt dann, okay, in der X-Richtung sollen die alle die gleiche Länge haben. Das wäre jetzt schon möglich, damit zu rechnen, aber ich würde einfach Versätze reinkriegen, die so nicht der Realität entsprechen. Und ich würde mein Modell sicherlich auch ein Stück weit unwirtschaftlich bemessen, wenn man das so machen würde. Also zu konservativ, kann man sagen. So, dann mache ich das Gleiche nochmal hier, damit sich dieser Versatz da eben auch nicht ergibt, geht auch nochmal rein, bearbeiten, definiert auch diesen X-Wert. Okay, und jetzt gucken wir uns nochmal an, warum ich das gemacht habe. Ja, also hier, ne, in dem Bereich hätte ich sonst hier wirklich so einen kleinen Überstand gehabt, wo ich dann einfach einen sehr großen Querkraftsprung definiert habe. Man sieht jetzt, dass es hier auch noch nicht verschnitten ist. In dem Bereich muss ich nochmal einmal mit dem Lasso drüber gehen. Dann können wir uns das nochmal angucken dafür. So, und wenn wir uns jetzt das anschauen, dann sehen wir, dass diese Fette jetzt hier auch in die Wand integriert ist, um jetzt hier große Steifigkeitssprünge zu vermeiden durch die Einbindung in diese Wand. Könnte man jetzt hier für den Stabanfang auch nochmal ein kleines Gelenk draufpacken. Mache ich nochmal eben. Was jetzt auch sicherlich noch ein Problem ist hier in dem räumlichen Modell, wenn man hier vorne drauf guckt, also hier ist ja diese Fette auch singulär auf diesen Punkt aufgelagert. Da wird sich auch immer ein ziemlicher Steifigkeitssprung ergeben, wo ich einfach sehr extremale Schnittgrößen habe. Da bietet es sich an, weil wir jetzt auch eine Flächenbemessung machen möchten, einen sogenannten Glättungsbereich zu definieren, hier über Ergebnisse Glättungsbereich. Und dann picke ich mir einfach mal hier diese Fläche und diese Fläche und diese Fläche raus. Also ich möchte es einfach jetzt
im Zuge dieses Webinars jetzt nicht zu detailliert machen. Ich mache das mal selektiv über alle diese drei Flächen, weil die irgendwo alle mit dieser Mittelfette aufgelagert sind. Nehme einen relativ großen Querschnitt, wo ich das mache, weil ich natürlich hier bei dem Fenstersturz auch irgendwo einen ziemlich großen Effekt habe. Also okay, 1,60 Meter. Und pick mir diesen Knoten hier nochmal raus, das heißt, wo das liegt. Und kann dann jetzt hier sagen, okay, mach mir einen Vektor über alle diese Flächen drüber und glätte mir für jede Richtung, also MY, MXY und so weiter. Nimm also sozusagen den Mittelwert aus allen diesen Flächen. Sag dann, okay, und dann sehen Sie, schwupps, der geht jetzt hier über alle diese Flächen drüber. Okay, hier haben wir noch vergessen, ein Knotenlager drauf zu packen, das mache ich auch noch eben. Packe hier das Knotenlager nochmal unter die Stütze, dann können wir auch nochmal ins Rendering gehen, dass man es einfach nochmal ein bisschen besser sieht. Also es ist die Struktur, es ist immer noch kein Material zugewiesen. Das ist der Schritt, den ich im Prinzip jetzt mit dem RF-Laminat mache. Ich verliere nochmal jetzt auch nicht so viel Zeit auf das Programmmodul Laminat, da gibt es ein extra Webinar. Bevor ich das mache, muss ich natürlich noch ein paar Lasten da drauf packen. Einfach damit wir ein bisschen was damit anfangen können, mach das über unseren Lastgenerierer, sag Extras, Belastung generieren, erstmal Eigengewicht und Dachaufbau, also 1 kN, dann gehen wir von dieser Seite her, dazu wechsle ich nochmal in das statische System, sag okay, hier auf dieses Dach möchte ich das draufpacken, okay, und nochmal okay. Dann wird die Last hier direkt generiert. Das ist so eine zusammenhängende Darstellung, die ist ein bisschen neuer. Kann ich jetzt hier auch getrennt anzeigen. Für die Berechnung empfiehlt sich aber, das immer so zusammenhängend darzustellen. Und damit wir ein paar Lasten haben, definiere ich dann auch noch einmal die Schneelast nach Eurocode. Wähle mir hier eine Schneelastzone, wähle ich mal so die Mitte von Deutschland, hier so Göttingen in dem Bereich. Die Knoten hat er sich jetzt hier direkt schon automatisch behalten. Ein Schneelastfall habe ich nicht angelegt, das hat er sich gemerkt. Dadurch, dass ich vorne, wo ich das, die Datei angelegt habe, eine Klassifizierung der Lastfälle vornehme, habe ich direkt hier auch eine Einwirkungskategorie. In dem Fall für Schnee, kleiner 1000 Meter, wäre das die Einwirkungsdauer kurz. Das kann das Programm also so direkt erkennen dafür. So, generiere ich die Stablasten, ist die gleiche Darstellung wie eben. Gilt auch das gleiche wie für den Belastungsgenerator und dann packe ich noch einmal Windlasten, einfach nur auf die Wände drauf, sage dort, okay, ich nehme dann auch wieder Göttingen und die Grundgeometrie hat er sich jetzt auch schon gemerkt. Ich kann es noch mal kurz zeigen, von wo ich jetzt den Wind anströmen lasse. Also Sie sehen das hier auch die Windzonen, hier ist die Druckzone, hier sind die äußeren Windsogzonen und hier ist die windabgewandte Seite. Ich habe jetzt natürlich hier das Modell so ein bisschen idealisiert, weil leider gibt es halt nach Norm so eine einspringende Ecke nicht. Da muss man sich immer versuchen, so ein bisschen zu behelfen, dass man das einfach ja, so ein bisschen interpoliert auf den Bereich. Ist, denke ich, für den Fall ein konservativer Ansatz und auf jeden Fall legitim. Was ich noch gemacht habe, ist jetzt hier, ich habe den Dachüberstand mitselektiert, kann ich auch nochmal zeigen, dass ich den also wirklich selektiert habe. Nicht nur, dass das Programm den automatisch erkennt, also das ist der Dachüberstand und das Programm ist also in der Lage, hier auch zu erkennen, wo ist ein Dachüberstand, wo habe ich unterströmenden Wind, das also wirklich dann auch zu berücksichtigen dafür, dass jetzt an diesem Dachüberstand, gut, der ist jetzt hier relativ kurz, aber die Windverwirbelung, die sich jetzt quasi daraus ergibt, mit zu berücksichtigen. Ist bei längeren Kragarmen schon relevant. Dann zeige ich noch einmal ganz kurz die Kombinatorik, die sich daraus ergibt, die das Programm jetzt auch im Hintergrund automatisch ausführen würde. Die Gebrauchstauglichkeit soll mich jetzt mal nicht weiter interessieren. Ich mache also nur einen Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit, GZT nach Theorie erster Ordnung, ermittelt er mir folgende Kombinationen. Und mit dieser Information kann ich jetzt die Steifigkeit der Wände generieren, über das Laminat, dort mache ich auch eine Bemessung nach Eurocode 5 und deutschem Anhang, packe mir diese EK hier rein, als Materialsteifigkeit, die ich jetzt hier definieren möchte, haben wir hier verschiedene Hersteller hinterlegt, sinnvollerweise nehme ich jetzt hier ein Wandelement und auch wenn es ein kleines Gebäude ist, eher einen fünflagigen Aufbau, einfach weil es dann ein bisschen homogener ist von der Steifigkeitseinleitung. Sage also okay,
Wenn wir dann hier nochmal schauen, dass die Steifigkeitsorientierung korrekt ist, dann ist also die äußere Lage, sieht man hier mit 90 Grad in der vertikalen Richtung orientiert und bei der inneren Lage genauso. Das ist ja so, wie man es auch machen würde, dass er halt für die vertikale Lastabtragung die höhere Steifigkeit hat. Dann können wir es einmal berechnen lassen. Es soll, wie gesagt, eigentlich jetzt nicht der Bestandteil von dem Webinar hier sein. Ich möchte nur kurz diesen Effekt von dem Glättungsbereich noch einmal kurz zeigen, den ich zum Anfang definiert habe. Also man sieht, ich habe jetzt hier eine bisschen höhere Überschreitung, genau an diesen Punkten, was ich eben gesagt habe. Hier jetzt wir können ja nochmal auf die Grafik gehen. Also wenn wir jetzt den Punkt hier wählen, Sigma TC, na, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt diese Glättung definiert habe. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Ja, ich muss dem Modul Laminat natürlich auch sagen, okay, benutze bitte diese geglättete Steifigkeit, die ich jetzt hier definiert habe, und dann sollte es zumindest wesentlich besser sein. Ja, sehen Sie, jetzt sind Sie bei 60% Auslastung, nur weil wir jetzt diesen Bereich zwar sehr großflächig, also man würde ihn sicherlich eher so im Bereich von 30, 40 Zentimetern ausrunden, entsprechend ausgerundet habe. Okay, aber das sollte ja eigentlich nicht der Bestandteil des Webinars sein, sondern rein der Umgang mit den Modellen, die Sie aus dem HSB-CAD bekommen oder was Sie mit diesen machen. Das könnten Sie jetzt wieder entsprechend updaten und dann auch wieder ins HSB-CAD einpflegen. Ich kann mal kurz gucken, ich habe gesehen, es sind viele Fragen, die aufgetaucht sind, ob was drin ist, was alle betrifft. Ich glaube, meistens, ja. Ich habe ein paar Fragen habe ich schon beantwortet, aber eine war dabei, die konnte ich nicht beantworten. Okay. Welche? Ich lese gerade so ein bisschen durch. Wenn sich das und neu, was passiert mit den Lasteingaben in HSB-CAD? Also mein Kenntnisstand jetzt, Herr Unterberg, oder vielleicht auch die anderen, die es betrifft, ist, dass das HSB-CAD nichts mit den Lasten macht, die wir ihm geben. Aber Martin, kannst vielleicht du noch was dazu sagen? Oder? Richtig, die Lasteingabe erfolgt im Blueby. Das ist nicht möglich, im HSB-CAD das zu tun. Und die Frage, die ich nicht beantworten kann, war, wenn sich das Modell in HSB-CAD ändert und neu eingelesen werden muss, was passiert dann mit den Lasteingaben in Blueby? Ich nehme an, durch die Statik ergibt sich eine Änderung. Wir ändern die Stütze zum Beispiel in diesem freien Bereich im Dach, die muss stärker werden. Und wenn ich dann nochmal eine neue STP-Datei erzeuge aus HSB-CAD, es gäbe jetzt, das ist natürlich ein spezieller Fall, aber wenn ich sag mal jetzt, was schon Sinn machen würde, die Sparren müssen alle größer werden, das können wir uns ja vielleicht auch dann doch noch ganz schnell mal anschauen. Wenn wir jetzt mal hier eine Bemessung mit dem Holz Pro machen, nur das, was wir gesehen haben, als Anwendungsbeispiel. Also wir sagen jetzt, okay, ich würde jetzt hier die Sparren selektieren, sage hier querschnittsweise so, das sind die 8 auf 16er Sparren, selektiere mir die, sag okay und schalte auch meine Stabilitätsnachweis aus, damit ich mich jetzt um die Knick- und Kippgeschichten nicht so kümmern muss. Nur rein für den Spannungsnachweis zu sehen, okay, dann sieht man 87% Auslastung, die sind okay, was könnte man jetzt hier vielleicht noch machen für das ganze System, einfach wirtschaftlicher zu generieren? Man könnte die Mittelfette hier weglassen. Ne? Das könnte man zumindest mal versuchen. Dann hätte ich sicherlich hier irgendwo ein Biegeproblem. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dann würde ich das einmal löschen im HSB-CAD, würde dann erkennen, okay, die Querschnitte müssen jetzt hier 8 auf 18 werden. Das ist sinnvoll, dann gebe ich das quasi nochmal im HSB-CAD mit 8 auf 18 rein, ohne diese Mittelfette. Und dann hätte ich die Möglichkeit, das STP-Modell zu importieren und nur die Sparren hier drauf zu packen. Dann wären zumindest Windlasten und so eine Geschichten würden erhalten bleiben. Die generierten Schneelasten müsste ich in dem Fall nochmal neu machen. Ich hoffe, damit ist das beantwortet und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Gebe an den Andreas zurück. Okay, vielen Dank, Bastian, und natürlich auch vielen Dank an Martin für die Präsentation. Ich denke, Sie haben das Wichtigste gesehen. Der
Bastian hat auch noch einen Hinweis gegeben. Wir haben natürlich schon mehrere Webinare durchgeführt zu Bemessung von Holzkonstruktionen, Laminat, also Brettsperrholzkonstruktionen. Also wenn Sie sowas nochmal detaillierter anschauen wollen, gibt es aufgezeichnete Webinare, wie auch dieses Webinar heute. Das wird aufgezeichnet, also Sie können sich das nochmal in Ruhe anschauen. Aber ich zeige Ihnen nochmal ganz kurz unsere Webseite. So, da sind Sie auf www.global.de, News und Termine, Webinare. Und wenn Sie da zum Beispiel nach Brettsperrholz suchen, hier wird es mir schon angezeigt, da finden Sie halt ein komplettes Webinar, wo wir dann auch auf die Liniengelenke und so weiter, die ganze Modellierung eingehen. Oder auch, wenn Sie jetzt eingeben, Holzkonstruktion, finden Sie da auch vollständige Webinare, wo alles detailliert mit Stabilität und so weiter gezeigt wird. Okay, das war noch mal ergänzend. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Auf Wiederhören.